auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Dietmar gegen einen von der Klasse her natürlich deutlich unterlegenen Gegner. War das heute ein Pflichtsieg? Ja, wie schwierig war es, zumal die Temperaturen natürlich auch ein Gegner waren? Ja, man kann sich dann aussuchen, welcher Gegner größer war, die Temperaturen oder letztendlich die Elf, die gegen uns gespielt hat. Aber ja, es war, sage ich mal, die erste Dreiviertelstunde von uns ganz ordentlich. Und in der ersten halben Stunde haben wir gefühlt auch 20 Torchancen rausgespielt, haben halt dann in der Box ein bisschen zu unentschlossen gewirkt. Ja, sonst wäre das Spiel wahrscheinlich früher entschieden gewesen. Aber mit dem Engagement war ich eigentlich schon zufrieden. Und in der zweiten Halbzeit nehme ich das jetzt nicht mehr so ernst, weil die Temperaturen schon extrem waren. Also schon beim draußen stehen hat es einem schon eigentlich gereicht, ja. Neuer Club für dich, Vorbereitung, wie läuft's? Ja, ich war jetzt 10 Jahre beim SV Mörsch in der Verbandsliga Südbaden. Deswegen muss ich mich jetzt auch erstmal umgewöhnen, so an meine neue Truppe gewöhnen. Wir waren ja 5 Tage zum Teambuilding, jetzt nochmal weg in Schweden. Das war wunderbar, da hat man sich schon sehr an die Mannschaft gewöhnen können. Ja, es sind tolle Jungs, es sind viele neue Eindrücke, viele neue Leute, die ich jetzt im Verein kennengelernt habe. Und ich bin sehr beeindruckt von meinem neuen Verein, vor allen Dingen über die ehrenamtliche Arbeit, die hier geleistet wird. Also man hat das Gefühl, jeden Tag, wenn man auf den Sportplatz kommt, sind 3, 4 andere Leute da, die irgendwas machen, irgendwie sich kümmern um den Sportplatz und so weiter. Das ist schon sehr beeindruckend, was auch um die Mannschaft rum passiert. Ja, Mutschelbach, immer hohen Anspruch an sich selbst. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Aufstieg ist, was für eine Rolle man jetzt in der Verbandsliga spielen möchte. Wie siehst du es und was kann man erreichen? Ja, ich denke, dass wir jetzt in der Liga angekommen sind, wo es auch viele Mannschaften gibt, die ähnlich viel Aufwand betreiben, was ihren Kader angeht und auch was die Funktionsteams außenrum angehen und so weiter. Ich denke schon, dass wir eine gute Rolle spielen können, aber dass wir auf jeden Fall erstmal in der Liga ankommen. Wir haben dieses Jahr sicherlich nicht den Druck, den wir die letzten Jahre gehabt haben, wo es eigentlich nur um den Aufstieg ging. Dieses Jahr ist jetzt einfach auch eine Geschichte, wo wir sagen können, okay, wir kommen an, wir akklimatisieren uns in der Liga und dann schauen wir mal, dass wir einige von den großen Mannschaften vielleicht auch ein bisschen ärgern können. Aber ich denke, wir haben eine gute Truppe. Es stimmt zwar noch nicht alles, wir müssen noch an ein paar Sachen feilen, aber insgesamt glaube ich, dass wir eine ganz gute Rolle spielen können. Aber nicht, was manche Leute denken, gleich irgendwie ganz nach oben und um Aufstieg mitreden, das sehe ich im Moment nicht. Ja, das war jetzt ein Pokalspiel. Was habt ihr euch für den Pokal vorgenommen? Ja, DFB-Pokal-Qualifikation natürlich. Nein. Man guckt da, halt, dass man so weit wie möglich kommt, dass man schöne Freundschaftsspiele hat. Das ist natürlich ein Anspruch, aber die Pokalspiele sind dann halt schon besser, weil das sind dann halt schon Pflichtspiele. Ich hoffe jetzt, dass Heddesheim das Spiel gewonnen hat im Pokal. Dann hätten wir nämlich in der nächsten Woche nochmal einen richtigen Test, bevor es losgeht, gegen einen ganz, ganz starken Gegner, gegen eine ganz starke Verbandsligamannschaft. Also ich hoffe einfach, dass wir so lange wie möglich drinbleiben, dass wir so viele gute Spiele wie möglich haben, die jetzt dann die Vorbereitung ergänzen können. Dietmar, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, ebenfalls, ja. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.